Der Aktienfinder ist ein Aktienscreener für das Finden und Bewerten von Qualitätsaktien. Sie gelangen zum Aktienfinder über das Menü im Eintrag Aktiensuche zum Aktienfinder. Im Screener selbst repräsentiert eine Zeile eine Aktie. Klickt man auf eine Zeile, so werden unterhalb des Screeners grafisch aufbereitet Fundamentaldaten bezüglich Qualität und Bewertung der ausgewählten Aktie angezeigt. Einige Bereiche der Tabelle sind interaktiv. So beinhaltet die erste Spalte namens Aktie mehrere Links. Der Name des Unternehmens führt auf die Unternehmenswebseite. Ein Klick auf eSIN führt zum Aktienprofil der ausgewählten Aktie und ein Klick auf das Symbol zum Dividendenprofil, falls das Unternehmen Dividende ausschüttet. In die beiden Spalten Kauflimit und Verkaufslimit tragen Sie Ihre Kauf- bzw. Verkaufslimits ein. Mit dem Schieberegler können Sie den Screener größer oder kleiner ziehen. Im Screener gibt es zudem diverse Symbole, die sowohl Qualitätsauszeichnungen als auch Warnhinweise sein können. Die Bedeutung der einzelnen Symbole geht aus dem Tooltip hervor, das erscheint, wenn Sie mit dem Mauszeiger über dem jeweiligen Symbol stehen bleiben. Die Kennzahlen werden ebenfalls mit Tooltips in der Spaltenüberschrift erklärt. Blau gefärbte Kennzahlen beziehen sich auf die Dividende. Grün gefärbte Kennzahlen auf den Gewinn oder verwandte Größen wie Cashflow und Umsatz. Die ockerfarbenen Kennzahlen geben über die Wertung der Aktie Auskunft, die rot gefärbten Kennzahlen über die Verschuldung und die bräunlich gefärbten Spalten zeigen die Entwicklung des Aktienkurses an. Nach vielen dieser Kennzahlen können Sie filtern und zudem im Ranking verwenden. Details zu Filter und Ranking finden Sie an anderer Stelle.